Abenteuer für Leni und für alle, die mithören wollen. Da werde ich abgeholt von Ali am Flughafen und er bringt Blumen mit. Es ist mitten in der Nacht, nachts um 3. Und dann lerne ich auch gleich mein Team kennen. Da stehe ich mit meinem Kleid an. Links ist unser Chef Matthias. Und der Matthias, der nimmt mich mit in das Lager, wo wir alle Sachen abholen. Wir brauchen ja noch Zelte und Seil. Und wir brauchen auch Kocher, um Essen zu kochen. Und die werden hier gerade ausprobiert, ob die auch brennen, wenn wir auf der Höhe sind. Das macht Lale. Wir nehmen alle Sachen und gehen damit zum Flughafen. Und auf dem Flughafen sind eigentlich nur Expeditionsleute. Wir fliegen über den Nanga Parbat, einen der höchsten, tollsten Berge der Welt. Dann kommen wir nach Skardu. Skardu ist ganz komisch, so ein Flusstal und hohe Berge drumherum. Wir nehmen Jeeps, da werden die Jeeps gerade vollgeladen. Alles ist fertig gepackt, es geht los. Wir fahren über die Dörfer und über Stock und Stein, um näher an den Rot Peak dran zu kommen. Zwischendurch machen wir Pause. Da haben sie uns einen richtig schönen Tisch gedeckt. Und dann geht es aber nicht mehr weiter mit dem Jeep. Man sieht schon hier, es ist hoch und runter, riesige Steine. Die Brücke ist kaputt. Wir müssen zu Fuß über diese Brücke gehen. Ja, und wir können aber nicht alles alleine tragen. Und deshalb finden wir Träger, die sich alles auf den Rücken schnallen und uns helfen, alle unsere Sachen, die Zelte, die Essen, die Kocher, alles das nach oben zu tragen auf den hohen Berg. Und dann geht's los. Wir laufen und laufen und laufen. Die Schneeberge sind noch ewig weit weg. Man sieht sie ganz hinten. Unterwegs finden wir kaputte Baufahrzeuge, weil die Straße, die gebaut werden sollte, ja, ging nicht. Alles kaputt. Da treffen wir ein paar Soldaten, die wollen gerne ein Foto mit uns. Klar, kriegen sie doch. Und jetzt sieht man, unsere Gruppe ist schon recht groß geworden. Wieder ein kaputtes Baufahrzeug. Die Straße sieht auch aus wie die Sau, um ehrlich zu sein. Und wir sind froh, dass wir hier nicht mit dem Jeep drüber holpern müssen, sondern zu Fuß gehen. Was hilft mir? Der Powerbar, den Papa und Leni mir gegeben haben. Das ist doch mal ganz klasse. Da freue ich mich. Das hilft mir beim Laufen. Dann werde ich auch ein bisschen schneller, weil ich bin ja die einzige Frau hier. Ja, weiter geht's. Und wir kommen in ein Camp, wo wir Mittag essen. Und da treffen wir jemanden, der braucht ein bisschen Hilfe. Und mein Kollege Thomas, der ist ja Arzt. Und deswegen hilft er uns, einen Träger zu verarzten. Hier schlagen wir unser Zelt auf und wir machen einen Tag Pause, was ganz super ist, denn ich kann Wäsche waschen und meine Wäsche aufhängen an Schnüren zwischen den verschiedenen Zelten. Und dann wird alles Gott sei Dank auch am gleichen Tag noch trocken. Hier lade ich meine Powerbank und mein Solarpanel auf, damit mein Handy Strom hat und ich Fotos machen kann. Da bin ich auch sehr happy drüber, weil die Sonne scheint. Und kurz bevor wir gehen wollen, geraten die Träger in Streit. Gibt es eine Riesenversammlung und die streiten sich um Geld. Die wollen mehr Lohn haben, weil sie sagen, die Sachen sind so schwer. Es ist so anstrengend, das alles zu tragen. Es sind so viele Steine und es ist auch Wasser, da muss man drüber springen. Und die Last auf dem Rücken ist halt auch schwer. Ja, das geht immer höher in den Gletscher rein. Hier sieht man auch schon Eis. Wenn man da mit dem Aufzug runterfahren würde, wären das bestimmt 20 Stockwerke. Das ist richtig tief. Und man sieht auch, dass die Berge schon näher kommen. Das ist ganz schön. Der Thomas, mein Kollege, der macht hier gerade mal ein Foto. Der sieht ganz klein aus, weil das alles andere ist so riesengroß. Matthias ruft, komm schnell, hier gibt es eine neue Brücke. Du musst nicht mehr frieren und barfuß dadurch. Das war so kalt letztes Mal. Wow, brutal. Hier geht's weiter. Man sieht die ganzen Tierchen, die schönen, die mit uns kommen und uns alles tragen. Und ein nächstes Camp, da oben sitzen die Männer, die uns geholfen haben, tragen. Es wird Abend und der Himmel sieht wunderschön aus. Ich wasche mich noch, ich krieg Wasser, herrlich. Ah, Gesicht waschen, Füße waschen. Und am nächsten Morgen auch Wasser, aber es regnet wie die Sau. Es hat ins Zelt reingeregnet, das war sehr unangenehm. Katzi musste in eine kleine Plastiktüte, um trocken zu bleiben. Aber der Matthias sagt, hey, das macht doch nichts. Komm, weitergehen.
wir trocknen schon unterwegs. Thomas hat auch gute Laune, setzt sein Cap in einem Eisblock auf. Also weiter. Oh, aber der Weg ist so lange und immer Steine, Steine, Steine. Boah, echt. Wann kommen wir denn mal an? Noch länger. Guck dir mal an, wie lang dieser Gletscher ist. Das unter drunter ist alles Eis. Jetzt gibt's wieder Diskussion mit den Trägern. Träger wollen mehr Geld. Viele Benzinkanister, wofür sind die denn? Hä, wer hat die da hingeschmissen? Auf dem Gletscher? Benzin? Ich habe gute Laune, ich esse wieder was, was ihr mir mitgegeben habt, ihr Berliner. Und finde einen See mit meiner Lieblingsfarbe in Türkis. So schön. Unser vorletztes Camp. Endlich, wir werden mal bald ankommen in unserem Basecamp. Ah, den Jungs gehören die Benzinkanister, da stehen sie nämlich in voll. Damit feuern die ihre Öfen. Und hier, die unter dem roten Plane, da schlafen die Träger unter offenem Himmel. Eigentlich ist es doch sehr schön hier. Da kommen immer diese Kamelrücken raus in weißem Eis. Oh, Broad Peak Basecamp, wir sind angekommen. Manu, wir bauen unser Camp. Wir bauen die Zelte auf, ein Sonnenschirm steht schon. Und der arme Lale und der Matthias, die müssen jetzt da Steine an die Seite schaffen, um Zelte zu bauen. Ist viel Arbeit, so ein Camp aufzubauen. So viele Kleinigkeiten, die alle versorgt werden müssen. Und hier mein Zelt. Und wer ist dabei? Katzi. Und dann habe ich ganz schöne Fotos von euch an meinem Kopfende aufgehängt auf einer schönen Schnur. Das war immer mein Liebstes. Wo ist denn jetzt der Berg? Wo ist denn jetzt der Broad Peak, Mensch? Unsere drei Küchenjungs, was machen die denn? Die spielen an ihren Handys rum. Jeder sitzt auf dem Stein. Tja, anstatt uns Essen zu machen? Tja, da würde ich sagen, wir müssen mal eine kleine Pause machen, warten, bis sie das Essen fertig haben. Und dann geht's im nächsten Film weiter. Tschüss, Leni. Bis bald. Freue mich auf dich.